Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Und heute ist ein super duper spannender Kampf passiert. Und Sitashi hat mir dabei geholfen. Das heißt, Sitashi und ich gegen den Rest der Welt. Viel Spaß beim Schauen. So, Freunde. Mir reicht es langsam, immer einzeln Seelen sammeln zu müssen für Shatawa. Deswegen ist jetzt mein Plan, dass ich Sitashi frage, weil er ja schlussendlich der Stärkste war und super gut im PvP ist, dass wir einfach jetzt alle gleichzeitig hops nehmen. Dann schreibe ich jetzt Sitashi direkt einfach mal an. Wir müssen reden. Komm zum Alpha Tower. So. Es ist wichtig, weil Sitashi ist auch im Band von Shatawa und das ist einfach das Beste, was es gibt. Es wird richtig, richtig kalt heute, glaube ich. Oh, wo bleibt der? Wo bleibt der? Wo bleibt der? Oh, wer fliegt da? Das ist ziemlich okay. Warte mal, die sollten mich jetzt am besten einfach gar nicht sehen. Die sollen das Gespräch mit Sitashi gar nicht mitbekommen. Da ist er, da ist er. Oh, Sitashi, deine Aura ist immer noch so schön stark. Hallo, Kiro. Hallo. Es ist eine große, große Herausforderung, was wir jetzt heute vorhaben. Denn ich habe mir gedacht, ich bin langsam etwas sehr stark müde vom Einzeln die Seelen zu holen. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Wenn man ständig nur einzeln mit allen kämpft. Du willst mir Seelen holen? Das finde ich doch schön. Ja, und was hältst du davon, wenn wir alle hierher rufen und alle zusammen trommeln? Ich weiß nicht, was wir als Vorwand machen. Und dann töten wir einfach alle gleichzeitig. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ich glaube auch. Ich weiß nur nicht, ob ich meine Hühner so oft einsetzen kann. Nicht, dass sie aus Versehen auf dich gehen, weil leider bist du kein Höllenkrieger. Aber das werden wir mal sehen. Ja, mal schauen. Okay, welchen Vorwand können wir jetzt eigentlich benutzen? Hast du irgendwelche Ideen? Vorwand? Irgendein Vorwand. Vielleicht sagen wir, dass der alte Sitashi wieder da ist, dass er von mir erlöst ist. Oh, sehr gut. Dann ist es, glaube ich, besser, wenn du das am besten schreibst, weil bei mir hat komischerweise jeder mittlerweile Misstrauen. Ich verstehe das selber nicht. Ja, denkst du aber, sie werden sich glauben, wenn sie sich mein Skill anschauen? Ja, ich weiß nicht, kannst du den alten Sitashi noch schauspielern oder bist du da? Er erwacht ja manchmal in mir, aber ich weigere mich ab, zum tiefst ihn zu spielen. Ja, okay, verstehe. Okay, aber dann ist es, glaube ich, besser, wenn du zuerst das Wort mit ihnen ergreifst und sagst, hey Leute, ich bin's, der Alte. Dann glauben die das und dann quatschen wir noch mit denen. Vielleicht erwähnen wir dann, ob die vielleicht ihre Seelen freiwillig geben wollen, weil man weiß ja nie. Wir müssen ja nicht immer alles mit Gewalt machen, aber wenn sie nicht hören wollen, müssen sie halt eben fühlen. Okay. Das ist der Vorwand. Schreib schon mal. Tipp, hau in die Tasten. Wir müssen das jetzt sowas von durchziehen, Alter. Wir werden die... Hast du noch genug Goldäpfel? Ich hab sonst noch welche. Ich glaube, es wird sehr spannend. Alter, ich hab schon Goldäpfel. Okay, sehr gut. Leute, kommt zum Alpha Tower, bin wieder der Alte. Oh, ja. Sehr gut. Okay, soll ich mich irgendwie verstecken? Was meinst du? Ich weiß nicht, mach wieder weg. Ja, okay, warte, du gehst am besten hier hin und ich stelle mich hier rein. Ich höre dazu. Ich will wissen, was sie sagen. Bam! Hallo, Timmy. Was ist denn jetzt hier los, Alter? Freunde, Timmy ist einfach schon da. Siehst du so fertig aus? Ich sehe gar nicht fertig aus. Natürlich, du siehst aus, wenn dir irgendjemand eine reingehauen hat. Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Wie redet er mit Sitashi, Freunde? Mir geht's sehr gut. Wollen wir nicht reingehen? Okay. Reingehen? Können wir hier machen. Hier rein. Oh, warte. Ich höre auch mehr. Klar machen. Wir wurden ja hierher gerufen. Wer ist eigentlich hier? Hallo, ist hier jemand? Sitashi ist allein. Sitashi ist allein, so ist gut. Ja, aber der hat doch gesagt, wir sollen zum Alpha Tower kommen. Ja, das war ich. So, du, genau. Ich guck mal jetzt warum hier. Warum hast du sehr gerufen? Ja, weil ich jetzt wieder der Alte bin. Oh, du bist aber nicht der Alte, siehst voll komisch aus, ey. Ich weiß nicht, was du meinst. Bro, du siehst aus, als wenn es dir nicht gut geht. Dürfen mich nicht sehen. Ich dürfen mich aber jetzt noch nicht sehen. Ich will den Überraschungsmoment nicht versauen. Dich sehen muss ich mich schon übergeben. Er ist wirklich der Alte. Hä?
Oh, ah, hallo, Timmy! Oh, ach du, hey, Creeper, ich kann das nicht! Reicht jetzt. Ich kann das nicht länger durchziehen. Wie? Hä? Sue ist auch hier, Tridan auch hier, das ist schön! Hallo! Du willst mir erzählen, du bist wieder der Alte? Er ist der Alte, ja, richtig! Ich bin der Alte, genau! Ja, komplett richtig, komplett richtig! Nein, ich erkenne sofort, dass du nicht der Alte bist. Schaut ihn doch an! Natürlich ist er der Alte, fass mal seine Nase an! Zieh doch mal dein Helm aus, damit wir gucken können. Wie dein Helm aus? Hä? Hey! Was willst du da drüben, Tobi, du Nullgesicht? Komm mal her jetzt! Du siehst komm du doch her, Kiro! Warum soll ich herkommen? Schau dir doch mal die Tasche an, der ist der Alte geworden. Also wenn das wirklich stimmen sollte, dann freue ich mich, aber ich sag dir ehrlich, das stimmt doch irgendwas nicht. Das sieht nicht danach aus, Mann. Natürlich, kommt her, wir haben was Großes zu verkünden. Was wir denn? Haben den Weg gefunden, um Sitashi zu heilen. Aha. Ja. Und das kommt von dir. Was du gestern abgezogen hast, Kiro, du Hähnchen. Das kommt von mir, richtig gesehen, Tobi. Von dir kommt das? Das verstehe ich chaotisch. Aber nicht. Ihr habt im Chat gesagt, dass das schwer der Alte ist. Und jetzt gerade sagst du, ihr habt einen Weg gefunden, dass schwer der Alte ist. Ja, wir brauchen ja den richtigen Vorwand. Und ihr wisst doch, das ist nicht immer so leicht zu erklären und alle zu versammeln. Das ist etwas schwierig. Aber, Sitashi, was wolltest du denen nochmal ganz genau sagen? Was wolltest du denen ganz persönlich sagen? Ja, kommt näher, ihr hört da hinten nichts, kommt näher. Ich bin doch direkt bei ihm. Achso, ja, stimmt, wir brauchen noch ein paar Seelen. Oh, nee, Bro. Fängt da wieder damit an. Das war so klar. Richtig, ein paar Seelen. Und zwar starke Seelen, oder nicht? Ich brauche alle Seelen. Alle Seelen, richtig. Dann fangen wir mal hier am besten an! Was? Hallo! Was fangen wir an! Wir holen uns noch mehr Seelen! Noch mehr Seelen brauchen wir! Wieder mal weg! Hilfe! Hilfe! Ich will hier nicht im Loch sein! Wir brauchen Seelen! Nein, nicht! Nein, die Josefs geht auf die Falschen! Nein! Doch, natürlich! Wir holen uns die starken Seelen! Was ist mit dem los, ey? Komm her. Ja, mir geht's super, dir aber anscheinend nicht. Tobi ist auch noch eine starke Seele, auch wenn du die erste warst! Auf ihn! Geh auf ihn! Weg mit euch! Alles gut! Freunde, das sind alles Freunde. Wir brauchen eindeutig mehr Seelen. Hier doch ein bisschen Hühner. Kiro, beruhig dich, du bist gar keiner von uns mehr. Natürlich, Sitashi und ich holen uns jetzt starke Seelen. Ja, was machst du eigentlich? Du triffst ja nicht mal was. Doch, drei. 3 von 8 Schüssen. Das ist ganz toll. Ich ja, weil ich aufpassen muss, dass ich im Gegensatz zu dir habe ich Freunde, auf die ich aufpassen muss. Ja, ach so, ist das so. Ich würde es doch nicht interessieren, wenn du deine Freunde triffst. Ist das so, ja? Deswegen gehe ich auch auf die Tasche, oder? Deswegen achte ich darauf, dass ich nicht auf ihn gehe. Deine Hühner greifen ihn aber an. Dreh wieder an. Deine Seele ist so schmackhaft. Ich kann es spüren. Du wirst niemals meine Seele bekommen. Doch, natürlich. Ich brauche noch deine Seele. Sie müssen geschwächt werden. Dass Timmy auch mit euch kämpft, ist richtig ekelhaft. Ich mache auch 3 gegen 1, das ist kein Thema. Komm her, Junge. Mit deinem Punch. Sitashi, wir haben sie fast alle schon. Gar nichts hast du fast fertig. Lass Tobi in Ruhe. Gar nichts hast du. Es kommt gleich noch mehr Josefs auf euch zu. Oh nein, 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 mit Josef muss ich gehen. Einer, der würdig ist. Ja, komm mal. Deine Kameraden schwarz sind? Nein, alles ist stark. Ihr seid gekränkt und geschwächt. So, wir gehen jetzt zusammen noch auf Tridan. Ja, komm, nerv mich nicht. Oh, Sio, was soll das? Was soll das? Was macht Sio denn? Er schießt, aber er trifft dich auch. Richtig so. Oder brauchst du die Pfeile im Kopf? Warte mal, das finde ich frech. Das finde ich frech von Sio. Das finde ich extrem frech. Du kriegst auch noch ein paar Backsteps. Er haut ab. Ja, Stich.
Du solltest auch noch abhauen. Kiro, ich checke wirklich, ich weiß, was du vorhast. Du versuchst alle wirklich in deinen Bann zu ziehen. Und ich realisiere, dass du nicht mal ernst spielst. Ja, ich brauche nur Seelen. Ich muss Seelen schwächen. Beantworte mir diese Frage. Wenn du wirklich unsere Seelen haben willst, warum tötest du uns dann nicht? Du kannst wirklich mit deinen ganzen Hühnern, wenn du dich spammen würdest, könntest du uns ohne Wenn und Aber angreifen und töten, aber du machst das nicht. Allerdings. Gibt es wirklich noch einen kleinen Funken? Das Gute in dir ist noch vorhanden. Das kann ich so gut. Das Gute in mir, ich mach doch nur gute Dinge. Ich mach nichts anderes den ganzen Tag. Von diesem komischen Shadower. Ich hab mit ihm das erste Mal das Vergnügen gehabt, irgendwie mit ihm zu reden, aber der Typ ist einfach besessen. Keine Ahnung, ob das irgendein neuer Admin ist oder sonst wer. Ich weiß nicht, warum er auf dieser YouTuber-Insel ist. Vielleicht ist das auch ein YouTuber, der uns hier gerade alle verarscht und prankt. Ich hab keine Ahnung, aber komm wieder zum Alten. Werte alte Kiro, derjenige, der damals auf die YouTuber-Insel 2 raufgekommen ist. Aber Shadower braucht seine Seelen, sonst wird das nichts, Tobi. Du solltest dich hier nicht einmischen. Deine Seele habe ich schon zum Teil. Noch nicht ganz, aber zum Teil. Was erzählst du eigentlich für einen Quatsch von Seelen? Du warst die erste Seele. Vergiss das nie. Du hast schon aktiviert. Nein, kannst du so vergessen. Wenn du willst, kannst du helfen. Okay, ich geh jetzt. Oh. Freunde, meine Rüstung ist schon wieder fast komplett kaputt. Ich zieh mal zur Sicherheit den Helm einfach aus. Das ist doch kein guter, so allzu guter Plan gewesen. Aber ich glaube, Sitashi und ich haben gutes Bündnis und gute Stärke bewiesen. Was will er eigentlich hier? Normalerweise bist du die Ausgeburt der Hölle in meinen Augen, aber jetzt interessierst du mich wirklich keinen Dreck. Ich muss meine Rüstung jetzt gleich reparieren. Es wäre einfach zu schade, diese Rüstung zu verlieren. Ihr wisst es ganz genau. Freunde, wir haben es gewagt. Ich werde auf jeden Fall gleich noch mit Shadower sprechen, was er von dieser Aktion gehalten hat. Diese Aktion war nämlich super. Diese Aktion war gut. Sitashi, ist er noch da? Ich glaube, mit ihm sollte ich auch gleich noch sprechen. Ich glaube, das wäre auch super wichtig. Aber jetzt gehe ich erstmal noch meine Rüstung reparieren. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. So, ich schreibe jetzt Sitashi schon mal ganz kurz, dass wir uns gleich bei ihm treffen. Lass gleich bei dir treffen. So, dann können wir nämlich auch noch sprechen miteinander, aber meine Rüstung muss jetzt erstmal voll werden. Die hat ziemlich darunter gelitten. Okay, Freunde, dann sehen wir uns gleich bei Sitashi wieder. Oh, wo bin ich denn hier? So, ich bin jetzt raus aus dem End und jetzt kann ich direkt zu Sitashi. Er hat mir gerade noch geschrieben, dass er da ist. Das ist sehr, sehr gut. Wir müssen uns darüber unterhalten, ob wir vielleicht strategisch zu zweit irgendwas anderes doch anrichten. Das wäre so toll. Das wäre einfach super, weil wir sind einfach ein sehr, sehr starkes Duo. Das hat man gerade gesehen. Oh mein Gott, Sitashi. Bist du da? Bro, was sind wir für ein krasses Duo eigentlich? Einfach nur Schwächlinge. Die waren so schwach. Wen hast du am meisten genommen? Sei ehrlich. Wen ich am meisten Hops genommen habe? Ja. Ich sag dir ehrlich, ich habe allen schon gute Kombos gegeben, aber die eine Kombo an Triden hat mir sehr gefallen. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, beim nächsten Mal sollte ich so wie bei Tobi damals, als ich seinen Kopf besorgt habe, eine Falle bauen mit meinen ganzen Josefs. Und dann treffen wir mit irgendjemand uns, wo du wieder als Vorwand sagst, oh mein Gott, ich bin's, der alte Sitashi, ich habe eine Lösung gefunden, wie man mich befreien kann. Und dann schubsen wir ihn in dieses Loch mit den Josefs. Er kann keine Enderperle nutzen, weil wir das Loch direkt zumachen. Und Elytra funktioniert auch nicht. Wir müssen das ein bisschen strategisch angehen, aber ich glaube, dass du und ich Macht demonstriert haben gerade. Kann sein. Das gefällt mir, Sitashi. Wir sind echt ein ganz tolles Team. Das ist so toll, dass wir zu Shadower gehören. Ich hoffe, dass das auch nie aufhören wird. Stimmt, ja. Ich hoffe auch. Sehr gut, okay. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch mit Shadower quatschen. Ich danke dir für deine Hilfe, dass du da mitgemacht hast. Wir brauchen noch die starken Seelen. Wir sehen uns, Alter. Bis dann. Bis dann. Okay, Freunde, es ist Zeit. Ich werde jetzt mit Shadower reden. Und los geht's. Freunde, ich bin noch in der Luft. Aber ich bin gleich da bei Shadower. Und dann kann ich ihn fragen, was er von dieser Aktion gehalten hat. Ich hoffe, er ist stolz auf mich. Ich hoffe, er gibt mir die nächste Aufgabe mündlich wieder. Ich will keine Bücher. Ich helfe den anderen Höllenkriegern schon genug. Und hier sind wir. Hat sich vielleicht da wirklich jetzt was verändert? Wir finden es heraus. Los geht's.
Nein, es hat sich nichts verändert, aber ich mache den Shader jetzt mal trotzdem an, weil es definitiv hübscher dadurch wirkt. Oh, okay. Hallo, Shuttower! Ja, es ist auch immer wieder schön, dich zu hören. Sehen kann ich dich ja leider noch nicht. Ich wollte dich fragen, oh großer Shuttower, wie fandest du die Aktion? Wie fandest du die Aktion, dass Itachi und ich zusammen die Seelen besorgen wollten in einem großen, großen Kampf gegen vier andere? Das war doch toll, oder? Was war... Die Tat war wahrlich eine Begeisterung für mich. Oh, sehr schön! Du musst zur nächsten Stufe aufsteigen. Du musst sowas wie ein Exodia werden. Finde heraus wie und ich helfe dir. Oh, das klingt so episch. Ich soll ein Exodia werden? Warte mal, ich kenne nur Exodia von Yu-Gi-Oh! Meint er etwa das damit? Shuttower, du bist ja ganz cool. Okay. Okay, ich soll herausfinden, wie. Freunde, schreibt mir am besten in die Kommentare, was er damit meint. Wie soll ich zu Exodia werden? Habt ihr da irgendwelche Theorien? Schreibt es in die Kommentare. Lasst es mich wissen und liked und folgt und abonniert und Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen, denn es ist gerade epischer denn je. Let's go!